dass die Bilder sie ausdrücken. Ja. Und ich finde die sehr schön. Also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, das ist einfach so gemalt, sondern da steckt viel drin in den Bildern. Ja, es sind viel Emotionen dabei, das stimmt, ja. Das heißt, es muss dann auch jemand finden, den genau das anspricht, ne? Diese Emotionen. Ne? Ja. Ich habe aber auch extra keine Weihnachtsbilder gemalt, weil es soll ja was fürs ganze Jahr sein. Ja, weil wenn man halt Weihnachtsbilder malt, das kann man sich nur einmal hinhängen, so einmal, und die kann man halt das ganze Jahr halt hängen lassen. Ne? Das ist richtig. Mhm. Was sind das denn für Themen in den Bildern? Was sind das für Gefühle? Das kommt immer drauf an. Also ich finde gerade Frauenmotive, Frauenköpfe sind immer was anderes halt. Ne? Also ja. Sie sind in vielen Facetten, sehr geheimnisvoll. Das ist das, was ich halt so ausdrücken möchte in den Bildern. Verschiedene Facetten des Weiblichen auch, oder? Ja, genau. Die Weiblichkeit steht auch im Vordergrund. Ich meine, oben die Frau mit dem Hut ist ja sehr modern und diese Geste auf den Lippen, ja, finde ich sehr interessant. Und wenn man jetzt aber mal runtergeht, das sind ja ganz andere Arten von Bildern. Ne? Das, ja, sind das dann stimmt. Die Schatten, oder? Ja, das so, da oben zum Beispiel, das habe ich gemalt, halt mit dem Hintergrund einfach mal leise zu sein. Das war für mich so der Ausschlaggebende. Ja, ja. Also es drückt jemand aus, der auch in der Stille und in der Ruhe ist, in der Klarheit? Ja. Genau. Das wird